Ja, es gibt sehr gefährliche Sachen auf dieser Welt. Das sind zum Beispiel Haie, wenn man blutend im Wasser rumschwimmt, oder Piranhas, oder Atomexplosionen, die direkt neben einem stattfinden, oder irgendwelche Kernkraftwerke, die in die Luft fliegen. Ja, Großfeuer oder ein Asteroid oder sowas schlägt auf die Erde ein. Also es gibt wirklich viele, viele schlimme Sachen, aber nichts toppt das eine schlimme Teil und das ist der Teppich auf einer Rettungswache. Ja, genau. Der Teppich. Wir hatten einen Teppich, wo ganz groß der Name unseres Unternehmens oder meines damaligen Unternehmens, für das ich gearbeitet habe, raufgestickt gewesen ist. Und der lag, wir hatten so einen langen Flur, wo die Ruheräume abgingen und auch die Sanitärräume, Toiletten und so. Der lag halt eben dort. Ja, und dieser Teppich, das war wirklich mitunter das Gefährlichste, was es gab. Ihr kennt ja sicherlich Dinner for One. Läuft jedes Jahr zu Silvester. Dort ist es ein Tiger, glaube ich, ne, der da unten auf der Erde rumliegt, ne, wo der Kellner da immer dann über den Kopf rüber stolpert. Und bei uns war es halt eben der Teppich, weil der war so komisch hergestellt. Der war ziemlich hoch. Das war so ein Hochflorteppich oder wie die Dinger heißen. Und alle naslang ist man mit den Füßen da dran hängen geblieben. So, immer ist es glimpflich ausgegangen. So. Bis auf den Zeitpunkt der einen Nacht. Mein Kollege und ich werden rausalarmiert. Wir liegen im Bett, ne? Mitten in der Nacht werden rausalarmiert zum Notfall. Es piept alles, ne? Notfall, oh, hoch rein in die Klamotten, raus. Ich renne raus aus meinem Zimmer. Die Tür ging nach innen auf, reiß die Tür auf, raus und leg mich voll auf die Fresse. Aber volles Programm. Hab mir dabei das Nasenbein gebrochen. Deswegen ist das auch übrigens so wundervoll gerade und schick. Und denke mir nur, Scheiße, was war das denn? Weil das war definitiv nicht der Teppich. Nein, das war auch nicht der Teppich. Zumindest nicht der Teppich alleine. Das war mein Kollege, der vor mir schon aus seinem Zimmer rausgesprintet ist, am Teppich hängen geblieben ist, aufs Maul gefallen und der Teppich hat sich hinter ihm übergeklappt. Das heißt, er war ein Teil in diesen Teppich eingerollt und lag so direkt vor meiner Tür. Und ich bin wiederum über Teppich und Kollegen gefallen und habe mir dabei die Nase gebrochen. Der Einsatz musste abgebrochen werden, weil ich geblutet habe wie ein Schwein. Ich konnte so nicht ausrücken. Ja, und was soll ich euch sagen, liebe Freunde? Seit diesem Ereignis lag auf der Wache, auf diesem Flur, kein Teppich mehr. Da krieg ich so einen Blutdruck, da!